Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zu Supreme Commander 2. Wir haben irgendwie ganz kurz ein Screen gewechselt, hat, warum auch immer. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was das der Nachfolger ist für welches Projekt. Muss ich noch gucken, wahrscheinlich nach Alarmstufe 3. Ist ja auch bald für mich zu Ende. Oder Enclave, was jetzt auch schon zu Ende ist. Oder, ach, naja, ihr werdet sehen. Also welchen Slot das einnimmt, von daher. Ja, Supreme Commander 2. Ist ein bisschen leise gerade, finde ich. Und war einmal lauter. Sollte angenehm sein. Und ja. Ja, Kampagne. Supreme Commander 2, ich werde nicht Supreme Commander 1 spielen, ich weiß nicht. Ich mag den ersten Teil irgendwie nicht so und wir werden die komplette Kampagne spielen. Das ist ich. Tutorial, Kamera. Forschen. Einfach Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3. Von allen drei Fraktionen sind jeweils immer 5 Missionen. Und ich werde die auf Mittel spielen. Ich will nicht auf Schwer spielen. Ich will so ein bisschen meinen Spaß haben. Von daher. Hauptziel: Das Quantenkommunikationsnetz der Blue Mountain Kommunikationsstation ist das Hauptziel der Invasionsstreitkräfte. Wenn das Netz gestört und außer Betrieb gesetzt wird, wird die Echtzeitkommunikation zwischen Altier 2 und dem Rest der Galaxie vollständig unterbrochen. Ihr Operationsziel ist es, die bestehenden Verteidigungskräfte der Station mit ihrer ACO und einem Kontinent von Landeinheiten zu unterstützen. Marineeinheiten haben ein mächtiges Langstreckenarsenal. Oh. Danke für diesen Hinweis, Spiel. Ja, zum Starten klicken, okay. Die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des Sieges über die Seraphim wurden angesichts der jüngsten Ereignisse, die die Koalition erschüttert haben, abgesagt. Unbekannte Streitkräfte haben eine Kolonie der UEF auf System-Check. Zwei angegriffen und so die Spannung. Einer Quelle innerhalb der Koalition zufolge bemühe man sich. Externer Schub auf 3 im grünen Bereich. Allianz. Wir sprechen nun mit dem berühmten Fitness-Experten Morton Nosenex zur direkten Anwendung in der Nasenhöhle. Dr. Gustav Brackman, Anführer des Hybrid. Initiiere Grenzverteidigungssysteme. Check. Trauert um Koalitionspräsident Riley. So viele Sender und nur schlechte Nachrichten. Okay, Maddox. Alle Einheiten sind in Position für die Übung. Roger, dann lass uns mal loslegen. An alle Einheiten. Es wird mit scharfer Munition geschossen. Also bleibt am Ball und am Leben. Übung beginnen in 3, 2, 1, los. Frei zum Angriff. Rockets auf 1 Uhr. 2 Kilometer. Nutze Überladung. Eingeschaltet. Bring die Bombe in Position, um die hintere Artillerie anzuvisieren. Verstanden. Löse Sicherung. Bomber sind kampfbereit. Weiter auf mein Zeichen. Wir haben eine Anomalie in ihren Zielroutinen entdeckt. Angriff abbrechen! Angriff abbrechen! Sie reagieren nicht auf Befehle. Das wird wehtun. Dawn, wann kommst du nach Hause? Dein Sohn wächst ohne seinen Vater auf. Hast du nichts dazu zu sagen? Dawn! SEO 43 melden! Statusbericht. Ich bin bei 40%. Regeneration aktiviert. Das war sowas. Wir versuchen es nochmal. Gegenmaßnahmen ergreifen. Positiv. Zielobjekte beseitigt. Raketen abgefeuert. Gut geschossen, Mike. Diese Übung ist durch. Komm nach Hause. Eine Logaus. Warte. Gib mir einen verschlüsselten Kanal. Nicht schon wieder. Jegliche unautorisierte Kommunikation über einen verschlüsselten Kanal ist eine Verletzung des Koalitionsgesetzes. Titel 18, Abschnitt 444.3. Ja, das weiß ich genauso gut wie du. Du kommst vors Militärgericht, Kumpel, nicht ich. Hi, Schatz. Wie geht's meinen beiden Lieblingen? Dein Sohn schläft. Er vermisst seinen Vater. Ich vermisse seinen Vater. Ich vermisse euch auch. Dom, du musst nach Hause kommen. Ich höre ständig, dass in anderen Teilen des Systems Erleuchtete verhaften. Das sind nur Gerüchte. Bist du sicher? Ja, mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht. Was haben George und du gestern gemacht? Wir haben angefangen, an einem Schulprojekt zu arbeiten. Du solltest es sehen, er macht es ganz toll. Neulich hat er mir geschrieben.
Willkommen zurück, Migraine. Wieso bin ich hier? Hier geht's bald richtig rund. Auf dem ganzen Planeten wurden die Patrouillen verstärkt. Und Colonel Rogers ist dauernd in Geheimbesprechungen. Das Kommunikationsnetz ist dein Hauptziel. Du solltest zusätzliche Verteidigungen aktivieren. Wunderbar. Strategischer Abschuss registriert. Ein Angriff! Feindliche Einheiten registriert. Mehrere Angreifer nähern sich. In der Anlage befinden sich Feinde. Feuer frei. Ah, heute ist nicht mein Tag. Hallo. Konnte man... Oh Gott, erstmal wieder auf das Spiel klarkommen. Da unten hin und ich stelle mal ein paar Einheiten her. Nehmen wir die auch mal auf endlos. Ich glaube, die sind jetzt auf endlos, ne? Okay, die wiederholen, ja. Und die Seite auch. Auf endlos. So, komm mal hoch. Die Cybrans jagen durch die Anlage. Okay, bei dem nicht. Ja, was ist überhaupt mein Hauptziel jetzt gerade? Unterstützung ist unterwegs. Luftunterstützung? Das Kommando will erst deine Lage abschätzen können. Meine Lage verlangt auf jeden Fall Luftunterstützung. Ich leite deine Anfrage an das Kommando weiter. Was ist die so alles, was du so alles verlangst? Das Spiel, ja, ihr seht schon, es ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Übersicht her. Es ist, ich hätte vielleicht doch das Tutorial spielen sollen. Es gibt Masse und es gibt Energie. Masse ist, hat man nur zu begrenzt Bauplätze. Diese Masseextraktoren haben ganz gewisse Stellen. Und Energie kann man frei platzieren überall hin und brauchen. Man braucht beides. Später gibt es auch noch Masse, Masseumwandler, die wandeln Energie in Masse um. Und das ist dann später dem auch relativ nötig. Einheiten sind, ihr seht, relativ klein. Schon winzig. Aber dementsprechend gibt es auch große Massen. Und alles verbraucht einen Bauplatz. Jede einzelne Einheit, jedes einzelne Gebäude. Ah, natürlich, die Techniker hätten auch bauen können. Gebäude haben ein Upgrade. Jede Einheit und Gebäude hat, außer die hier, glaube ich, ein Upgrade-System. Eine Fabrik, je mehr sie produziert, desto besser wird sie. Also von der Geschwindigkeit her. Ihr seht, Rang unten links 5 von 14. Und wenn ihr jetzt 14 Einheiten hergestellt habt, ist die Bauzeit kürzer. Die Cybern-Armee ist geschlagen und was von der Anlage noch übrig ist, gesichert. Gute Arbeit. Wie ist der Zustand des Netzes? Wurde gegrillt. Das habe ich befürchtet. Alter 2 ist vom Rest des Systems abgeschnitten. Ich benachrichtige das Kommando. Das dürfte erst der Anfang sein. Rogers hat alle Cybern-Offiziere hier unter Arrest gestellt. Ganz schön viele Energieanlagen hier draußen. Und es gibt oben links hier, sieht man, Forschungssystem, bei dem man Land, Luft, Marine, Gebäude und SU jeweils verbessern kann. Neuen Erfindungen fertig zu werden. Sie haben die Laborkittel gerufen. Das sind wohl kaum Spielzeuge, Sergeant. Commander Maddox, ich bin Dr. Zoe Snyder, Leiterin der Forschungsabteilung und CEO von Quantum Vision Works. Sie haben von meiner Firma neue Technologieoptionen erhalten, unter anderem die mobile demolische Artillerie. Ihre SEU hat außerdem Pläne unserer patentierten mobilen Forschungsstation erhalten. Diese Station überwacht alle Schlachtfelddaten in Echtzeit und benutzt diese, um den Forschungsprozess zu beschleunigen. Es sind neue Forschungsoptionen verfügbar. Okay. Ja, machen wir gleich. Wir wollen hier ein bisschen verteidigen. Machen wir nur ein bisschen. Und Gebäude passen sich an, wenn sie seht, passt nicht hin. Habt ihr hier gerade auch gesehen? Aber hier würden sie hinpassen. Und die verschieben sich dann automatisch so, dass sie wirklich hinpassen. Man kann auch Gebäude ziehen, das ist echt angenehm. Sie können freistehende Punktverteidigungsgeschütze mit ihrer ACU oder einem Techniker aufstellen. Yep. So, oben links Forschungspunkte und die kosten unterschiedlich. Man sieht, oben links jetzt steht 3. Steigert den Zustand und Schaden um 30% nur der ACU-Einheit. Und ich würde mal sagen, Waffenreichweite von allen Landeinheiten, außer Prototypen,
Und die Demolisher. Die mobile Demolisher-Artillerie kann in einer Landfabrik gebaut werden. Produziere verschiedene Landeinheiten. Du brauchst sie, um mit den Cybrans fertig zu werden. Ja, wir produzieren für alles. Ist in Ordnung. Und die bauen jetzt hier ein paar Punktverteidigungen. Ah, guck mal, von da oben links kommt irgendwas. C-18 Starlifter. Hallo. Und Cybrans, die werden wir später noch genug kennenlernen. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel immer nur so eine oben, wirklich so eine krasse oben drauf sich hat. Und man, es gibt hier so praktisch so eine Art taktische Karte, wenn man ganz weit rauszoomt. Dann sieht man auch solche Gruppenmassen und so. Noch irgendwas vom Spiel zu erklären? Deine Unterstützung ist angekommen. Wir werden mit der Zeit alles mehr klarkommen, mehr wissen. Es gibt auch hier ganz bestimmte Upgrades, zum Beispiel das Panzer hier, so eine Rockheads. Ein drittes Laufkrieg, noch ein Laufkrieg, dass sie dann drei Läufer haben statt zwei. Sind sie schon mal besser als bei Earth 2150, haben sie, ne? Da haben sie maximal zwei, hier haben sie dann maximal drei. Ah. Und ja, das Spiel ist wirklich auf Masse ausgelegt. Kleine Einheiten. Und man kann... Feindliche Einheiten registriert. Was jetzt? Schlechte Nachrichten. Die ernähren sich Cybran-Prototypen der Megalithen-Klasse. Und sie kommen nicht allein, sondern mit Eskorte. Hetze alles auf die Megalithen. Alles, was zerstört wird, hinterlässt Masse. Kann man aufsammeln. Sieht man hier. Und es ist schon nett. Bergen. Kann man nicht irgendwie... Nee. Das. Alles bergen. Und ja, Prototyp. Prototypen sind echt. Halten sehr viel aus, sind sehr stark. Wenn man bedenkt hier so 1500 Leben. Und das Ding hier hat einfach 19.600 Leben. Macht schon ordentlich Schaden. Von daher, aber wird jetzt wieder geballert. Mit lauter kleinen Raketen. Meine Artillerie. Hallo, bitte mal, nur auf den. Konzentriere dich auf den. Wen ist die da der hinter dem Zehner, wo er war? Ausgeschaltet. Gut gemacht. Bleib in der Offensive. Ja, ja. Eigentlich sind die effektiver gegen kleine Einheiten, aber ich glaube, das ist zu große Masse, als dass sie jetzt so gut klarkommen. Und die Rockets, die kümmern sich mal bitte um die kleinen Loyalisten, die kleinen Läufer. Ey. Bitte mal angreifen. Die Raketen sind gut. Die fliegen wirklich erst hoch und dann sind wirklich so ein paar viele. Und die sind voll asynchron gebaut. Das ist schon. Die Prototypen sind vernichtet. Die anderen Einheiten fallen zurück. Verfolgung aufnehmen? Negativ. Bleib auf deinem Posten. Besorgst du mir einen verschlüsselten Kanal? Bin dabei. Analog? Analog. Achtung an alle Commander. Hier spricht Colonel Rogers. Die jüngsten Ereignisse auf Altair 2 und anderen Orten in unserem System zwingen mich dazu, das alleinige Kommando über alle Streitkräfte auf diesem Planeten zu übernehmen. Ich werde Sie einzeln kontaktieren, um Ihnen Ihre Aufträge mitzuteilen. Die UEF ist wieder zurück. Okay, wann war es das mit der Mission? Ach, fast 5 Sterne, ah. Weil wir nicht genug... Ja, hab nicht genug geforscht, tut mir leid. Aber okay, dann war es das mit... Der Mission gibt's. Haben die Namen? Ah, hier. Hauptziel? Während der Basis. Wow. Schön, dass sie es immer noch haben. Okay. Ja, das waren das mit der ersten Mission. Hauptziel. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei der Mission Fern der Basis. Bis dann. Cheerio.